Was geht ab, Freunde? Benni am Start und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Ja, Jungs und Mädels, wie ihr es schon vielleicht im Intro sehen konntet, handelt es sich heute um ein Paket, was heute angekommen ist. Heute ganz früh, ich schätze mal so 9 Uhr war das. Ich wurde dann geweckt und ja, 2 Pakete, um es genau zu sagen. Davor nochmal, wer den letzten Vlog nicht gesehen hat, gerne mal abchecken. Da haben wir das hier alles umgebaut gestern, also im letzten Vlog. Da, stell scharf, Kamera. Das haben wir halt alles umgebaut. Und ja, könnt ihr gerne abchecken. Würde mich mega freuen, weil das war echt ein geiles Video. Hat mir selber gut gefallen. Und ja, ihr könnt da sehen, da ist der Greenscreen. Den habe ich für mein letztes FIFA-Video gebraucht, das gestern kam. Auch gerne abchecken. Genug Werbung gemacht. Vielleicht noch Social Media abchecken, würde mich auch freuen. Aber das war's jetzt auch. Boah, die Kamera, die ist echt schwer, ne? Ich muss mal wieder pumpen gehen. Da nehme ich euch dann... Ja, vielleicht gehe ich morgen pumpen. Und dann nehme ich euch da mit. So, ihr wartet jetzt bestimmt auf das, was ich letzte Woche entworfen habe. Und ja, dann bestellt habe. Und drucken lassen. Ja, wie gesagt, Grüße gehen raus an Maximilian. Der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Unter wer war dabei oder so. Könnt ihr gerne abchecken, seinen Instagram-Account. Der macht echt geile Naturbilder und bearbeitet die echt richtig heftig. Also gerne abchecken, lasst ihm Follow da und spammt unter sein letztes Bild. Hashtag Benny Army oder Hashtag Vlogging Army oder Benny Army ist besser. Würde mich mega freuen, weil... Was der für Mühe in seine Bilder reinsteckt, das ist echt heftig. Und er hat mir ein bisschen dabei geholfen, diese Visitenkarten zu entwerfen. Ja, ihr habt es jetzt schon gehört, Visitenkarten. Und ja, kommen wir jetzt einfach mal hier dazu. Hier haben wir auf jeden Fall diese tolle Verpackung. Ich habe das Ganze drucken lassen bei Vistaprint. Ist kein Product Placement, aber mir gefällt es selber sehr gut. Natürlich, das ist heute nicht das Einzige, was wir im Blog machen. Das leicht dann spontan auf mich zukommen. Und ja, hier haben wir das dann auch. Ich würde mal sagen, das fokussiert mal ein bisschen. Naja, fokussiert will nicht. So, auf jeden Fall sind das 500 Stück mit Glanz und hin und Vorder- und Rückseite farbig. Haben insgesamt 20 Euro gekostet, wenn ich mich nicht irre. So, holen wir einfach mal eine raus. Ja, erstmal so einen Gutschein. So, das ist hier diese Visitenkarte. Ich nehme mal 2 raus und dann mache ich die Rückenansicht auch. So, Junge, Mädels, das sind meine Visitenkarten. Mir gefallen die mega gut. Hier erstmal eine Landschaft. Das könnt ihr auch hier schon sehen, da. Auf meinen Hintergründen. Da haben wir auf jeden Fall dann Benny und Lifestyle Vlogging. Sehr geil unterteilt. Gefällt mir mega. Ja, wenn es euch auch gefällt, lasst gerne ein Like da. Und ja, da sind halt Visitenkarten so, wenn man Straßenvideos dreht oder Pranks oder Vlogs und man gesehen wird, dass man die halt abgeben kann, wenn einer Interesse hat, damit es nochmal ein bisschen in Werbung ist. Und halt, wenn, da muss ich nicht immer nach dem aufschreiben, das ist halt praktischer, gefällt mir mehr. Und das wäre die Rückseite mit allen Social Medias, YouTube, Insta und Twitter, bei YouTube-Kanäle, Insta und Twitter. Also, ich muss sagen, das ist hier in so einem schönen Grauton, das gefällt mir mega, mit einer schönen weißen Schrift drauf. Und hier ist die Berglandschaft, wo ich wohne, mit Effekten, wie gesagt, das hat er entworfen, das Bild. Hat er selbst fotografiert und entworfen dann hinterher in Lightroom und Photoshop nochmal bearbeitet. Und der macht echt fresche Bilder. Ich verlinke euch auch mal die Website. Ist kein Product Placement, nur ist ein guter Kollege. Und ja, der hat mir echt sehr oft geholfen, auch beim Vlogschneiden, bei ein paar Effekten so, bei Farbeffekten, Cinematics und so weiter und so fort. Also würde mich mega freuen, wenn ihr den Jungen abchecken würdet. Ja, wie gesagt, das war's jetzt auch erstmal. Das ging jetzt so 5 Minuten, aber das ist nicht das Einzige, was wir heute machen. Denn wie gesagt, lasst euch einfach überraschen, was noch kommen wird. Und ja, ich würde sagen, für mich dann jetzt eine längere Pause, schätze ich mal. Und für euch nur ganz kurz, ein kleiner Cut. Und ja, dann würde ich sagen, habe ich noch irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Ja, wie gesagt, das war's. Wir sehen uns nach diesem nächsten Cut. Bis gleich. Ja, Jungs, was ich noch sagen wollte, ich verlose 10 Karten, also 10 Visitenkarten. Also es gibt hinterher 10 Gewinner. 10 können da eine Karte von gewinnen, mit Unterschrift von mir. Ist nichts unbedingt Besonderes, aber wenn ich mal größer werden sollte, habt ihr auf jeden Fall da ein richtig geiles Andenken und sieht auf jeden Fall mega heftig aus. Dann könnt ihr sagen, ja, ich habe Unterschrift von dem. Es kommt einfach, finde ich geil, auch wenn es nur Visitenkarten sind, aber ist was Persönliches von mir. Und ja, deswegen schreibt einfach dazu in die Kommentare, Hashtag Visiten.
oder? Ich blende euch einfach ein, was ihr reinschreiben sollt, nämlich Hashtag Visiten. Ist hier alles eingeblendet, wie ihr schreiben sollt. Lasst ein Like da und abonnieren, damit ihr gewinnen könnt. Das Gewinnspiel wird hinter auf Instagram aufgelöst. Sprich, ihr müsst auch mein Instagram-Abo Follow abonniert haben und mein letztes Bild geliked haben, was ich da jetzt posten werde, damit ihr da auch teilnehmen könnt und ja, im Endeffekt auch, ja, privat von mir angeschrieben werdet. Das war's. Let's go. Jo, Leute, das war's jetzt auf jeden Fall hier von dem Vlog. Es ist heute leider nicht so viel passiert, weil einfach mein Tag nicht so viel generell passiert ist, wo ich dann auch nicht viel vloggen konnte. Aber, ich setze mich mal hier hin, ganz gemütlich. Ja, aber die Tage wird es auf jeden Fall wieder einen Vlog geben. Sprich, übermorgen. Ich weiß schon, was jetzt in dem Vlog vorkommt. Und zwar, ich werde meinen Koffer für Fuerteventura packen und halt alles genau planen, was da reinkommt, wann Videos kommen werden, schätze ich mal. Und ja, dann war's das. Tut mir leid, wenn der heute nur 5 Minuten oder so gehen wird, schätze ich mal. Aber die Visitenkarte war auch geil. Wie gesagt, macht bei dem Gewinnspiel mit. Würde mich mega freuen. Und ja, dann war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und einen Kommentar. Vielleicht schaffen wir die 40 Abonnenten. Ja, dann war's das. Ich bin raus. Macht's gut, haut rein. Ah, wie gesagt, wollt ihr noch ein Video sehen, wo ich mein ganzes Equipment zeige? Sprich, was ich alles zum Vloggen benutze? Dann lasst ein Like da und schreibt es in die Kommentare. Ich bin raus. Macht's gut, haut rein und ciao.